So, meine Freunde, herzlich willkommen bei Folge Nummer 10. Subnautica. Ich bin schon mal zurückgeflogen, ja moin, zurückgeschwommen zur Base. Und da jetzt in 10 Minuten das Raumschiff landen soll, überlege ich gerade ernsthaft, ob wir schon mal dahin schwimmen sollten. Weil wir haben ja noch diese nette Karte im Inventar, mit dem wir schon mal das Portal öffnen können. Deswegen würde ich spontan behaupten, wir düsen da mal gerade hin. Auch wenn ich gerade ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich die Batterie in meinem Dings hier austauschen kann. So. Es sind einfach verrottete Sachen. Gefleckte Klapper. Okay. Wir haben ja Batterie, eine 100% Batterie haben wir ja noch. Aber wie können wir die Batterie austauschen? Das würde mich tatsächlich noch interessieren. Ist aber zu weit von unserem Links entfernt. Wir machen das jetzt. Wir schwimmen jetzt da nochmal hin. Und gucken mal, inwiefern wir das Ding schon mal öffnen können. Mir macht halt gerade nur ein bisschen Sorgen, dass eventuell mein Gerät vorher schlapp macht. Vor allem, bis wir da angekommen sind, ne? Das ist ja auch witzig, ne? Man geht unter Wasser und man sieht die Insel schon, ne? Man geht dann über Wasser und sieht gar nichts. Ach doch, da ist er. Moin. Für den Teil, wo ich jetzt hier einfach dahin schwimme, einfach skippen. Ja, schön. Ich werde wahrscheinlich hier hochgehen müssen. Jo, hier muss ich hoch. Ja, perfekt. Wo ist denn mein Scanner? Gibt es hier irgendwas zu scannen? Viele Erze hier einfach rumfliegen. Was ist das? Wow! Da ist auch noch eine. Jetzt habe ich mich gerade tierisch. Nö! Nö! Da sind mir zu viele drin tatsächlich. Morgen wieder, also heute wieder Monster fighten. Gar kein Bock, Alter. Okay, hier geht es auch noch mal rum um die Insel. Die sind gar nicht mal mehr so weit von dem Spot entfernt, wo wir gelandet sind. Angekommen sind, whatever. Denn warum sind diese Krebse auch so hoch? Oh. Hier ist nichts. Hier ist wieder eine Höhle, die ich aber eigentlich noch nicht möchte. Kommt man hier hoch? Ne, kommt man nicht. Dann müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen außen rum graben. Auch wenn es hier wieder tiefer geht. Ist auch mal der eine Höhleneingang. Wo geht's hier lang? Auch wieder ins Wasser, ne? Jo. Ja gut.
Was passiert, wenn ich von der Höhe ins Wasser springe? Würde ich dann sterben? Das ist dieses komische Monster schon wieder. Ich glaube auch nicht, dass das uns gegenüber gut gesonnen ist. Ich will es aber auch nicht großartig rausfinden, muss ich. What the fuck? Da ist es. Jo, beruhig dich mal. Ey, ich war fast fertig mit dem Scan. Wo ist es hin? Es ist gerade etwas unfair. Lauf, 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 lauf. Dich gescannt. War easy. Hat mich auch nur einmal geboxt. Ich hätte gar nicht so weit rennen müssen für diese dämlichen Karten. Die alle nicht scannen kann. Aber ich glaube, ich folge hier gerade einem Part. Wow. Ja, ich habe keinen Bock jetzt zu sterben auf die letzten 2-3 Minuten, die ich warten muss. Nicht hoch. Das Ding hat Lüftungsschächte. Okay. Indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Das machen wir gleich in der nächsten Folge. Muhaha. Dann können wir nämlich jetzt hier gerade noch ein bisschen rumlaufen. Chillen und warten, bis die andere Raumstation kommt. Weil ich da noch nicht so ganz dran glaube, dass sie hier so problemlos andocken kann. Jo. Das ist der Schatten, okay. Das denn? Wie laut das einfach unter Wasser ist. Holy moly. Survivor, we see. Man, I don't know how you held out down there.
already broken atmosphere and we're descending towards Atlantis. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Raumschiff? Mach das mal nicht. Dein Ernst? Warum? Die Story hätte beendet sein können, super. Aber daher kommen die Geräusche, jetzt wissen wir es. Beste. Ja, da würde ich sagen, ist die Rettung uns ja super klasse gelungen. Ne? Also, ich glaube, so schnell wird kein Raumschiff mehr kommen, um mich versuchen zu retten. Joa. Durch spontan sagen, wir warten mit Folge Nummer 10. War auf jeden Fall ein Kracher. Nächsten Folge haut da rein. Ciao.